Hallo liebe Leute, willkommen im Polizeirevier. Jawohl, hier muss alles seine Ordnung haben, alles seine Richtigkeit, denn auf dem Polizeirevier herrscht Zucht und Ordnung. Zum Protokoll melde ich, heute habe ich jemanden verhaftet. Es war ein Räuber und der ist jetzt dingfest gemacht, hinter Schloss und Riegel. Nun, heute ist alles erledigt, der Tag neigt sich, wie ich sehe aus dem Fenster, der Abend hat begonnen und, mal schauen, es ist auch noch Vollmond draußen. Naja, Werwölfe gibt's ja nicht. Herr Polizist. Ach, der Kasperle. Komm rein, Kasperle. Die Tür ist doch noch auf, oder? Ja. Herr Polizist, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Was denn, Kasperle? Was denn? Erzähl, was ist passiert? Was höre ich ja nur. Was fängst du an zu stottern? Hast du doch sonst nie gemacht. Hast du etwa Angst? Ja, ich habe mir fast in die Unterhose gemacht vor Angst. Ist ja nicht wahr. Doch. Was ist denn passiert? Also ich sag's jetzt einfach mal. Bei mir daheim, da ist ein Gespenst. Ein Gespenst? Ja. Kasperle, Gespenster gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein, gibt es nicht. Ich hab's aber gesehen, ein Gespenst. Wie sah's aus? Na, ganz weiß, mit so einem weißes Tuch drüber, wie ein Gespenst aussieht. Das Gespenst würde ich gern mal sehen. Dann kommen Sie doch mit, Herr Polizist. Nein, für solche Sachen habe ich keine Zeit. Der Tag war anstrengend genug, ich bleibe hier. Na gut. Da geht er einfach wieder. Eben hatte er noch Angst. Nun ja, wir wissen ja alle, Gespenster gibt es nicht. Moment, ich muss mal gerade die Tür zumachen. Ach, ich kann ja nicht zuschließen, wenn ich keinen Schlüssel habe. Den Schlüssel schnell holen, aus dem Schrank. Was war das denn? Habt ihr was gehört? Naja, erstmal die Tür verriegeln. So. Okay, das wäre geschafft. Da höre ich doch was. Das Gespenst gibt es wirklich. Das gibt's ja nicht. Leute, ein echtes Gespenst. Donnerwetter. Die Geräusche kenne ich doch irgendwoher. Mach das nochmal. Das hört sich an wie der Kasperle. Moment mal, das haben wir gleich. Herkommen. Haben Sie mich erwischt? Ja, du wolltest mir Schrecken einjagen, oder? Ja. Warum? Weil mir langweilig war. Du Kasperle mit deinen Faxen. Ja, mir war doch langweilig. Ich wollte doch ein bisschen Spaß. Spaß nennst du das. Naja, ich hatte jedenfalls keine Angst. Denn die Polizei ist mutig. Na gut, dann gehe ich wieder. Oh, die Tür ist verschlossen. Oh, Kasper, ich schließe auf. Moment. Tschüss, Leute. Tschüss. Hohohoho, ja, da bin ich. Und ich muss euch gleich was sagen. Ich habe mein Lagerfeuer gemacht in meinem Räuberversteck. Das ist mir das Allerliebste. Und am Lagerfeuer singe ich auch ein Lied. Passt mal auf, es geht ganz einfach so. Ich bin böse und gemein. Ich stehle manchmal ein halbes Schwein. In der ganzen Stadt bin ich bekannt und ein jeder hat vor mir Angst. Im dunklen Wald tu ich mich verstecken und nichts und niemand kann mich erschrecken. Doch am Lagerfeuer ein Ungeheuer, davor hab ich wirklich Angst. Am Lagerfeuer ein Ungeheuer und noch viel schlimmer als ein Gespenst. Doch Gespenster gibt es zum Glück nicht und auch ein Ungeheuer ist nicht in Sicht.
ganz allein geh ich durch den finsteren Wald. Na, das wäre doch gelacht. Kleine Kinder haben doch nur Angst im Wald, doch starke Räuber bleiben da eiskalt. Der Räubertrick, das ist mein Ding, und an meinem Lagerfeuer tu ich singen. Am Lagerfeuer ein Ungeheuer, davor hab ich wirklich Angst. Am Lagerfeuer ein Ungeheuer, ist noch viel schlimmer als ein Gespenst. Doch Gespenster gibt es zum Glück nicht, und auch ein Ungeheuer ist nicht in Sicht. Am Lagerfeuer ein Ungeheuer, davor hab ich wirklich Angst. Am Lagerfeuer ein Ungeheuer, ist noch viel schlimmer als ein Gespenst. Doch Gespenster gibt es zum Glück nicht, und auch ein Ungeheuer ist ja nicht in Sicht. Und das ist gut. So, jetzt gehe ich mal in die Höhle zurück. Tritra trullala, tritra trullala, tritra trullala, Kasperle ist wieder da. Hallo Freunde, ich bin's, der Kasperle. Heute ist ja gar keiner da. Es ist ja ganz schön langweilig hier. Hallo Kasperle. Oh, hallo ihr Polizist. Ja, gut, dass du da bist, Kasperle. Du bist heute der Erste. Wieso der Erste? Was ist denn los? Ja, ich führe heute eine Routinekontrolle durch. Was machen Sie? Eine Kontrolle. Sie verteilen Protokolle? Nein. Kontrolle. Aber Sie kennen mich doch. Ja, ich kenne dich gut, Kasperle. Du bist hier unser kleiner Kasperle. Aber trotzdem, Ordnung muss sein. Ich bin die Polizei. Das stimmt. Sie sind ein dickes Osterei. Oh, Kasperle, immer wieder Osterei. Immer wieder deine Witze. Jetzt das Protokoll. Wie ist dein Name? Kasperle. Das ist bekannt. Wo wohnst du? Bei meiner Oma. Ja. Hausnummer? 703. Okay. Welche Straße? Die Blumenstraße. Okay. Geschwister? Gar keine. Nur ein Freund, der Seppel, und mein Hund, der Wurstel. Okay. Und was machst du beruflich? Ich gehe zur Schule. Ja, stimmt ja. Bist ja noch sehr jung. Gut, das war's schon. Okay, war's das? Ja, Protokoll bestanden. Der Kasperle hat ja nichts auf dem Kerbholz. Der ist ja anständig. Wen könnte ich noch kontrollieren? Ich geh mal rum hier. Ich bin der böse Räuber und komme aus dem Wald. Ich schlafe gern im Gras, am Stehlen hab ich Spaß. Aber wen soll ich bestehlen? Ist ja keiner hier. Ah, die Polizei. Ja, die Polizei. Was wollen Sie von mir? Nur eine kleine Routinekontrolle. Das mag ich überhaupt nicht. Muss aber sein. Also, jeder wird kontrolliert. Auch du. Okay, Ordnung muss sein. Jetzt beginnt die Routinekontrolle. Wie ist der Name bitte? Räuber Langhut. Räuber Langhut, ja, ist ja auch ziemlich lang, der Hut. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in der Räuberhöhle. Wie ist die Straße? Busch 3, Baum 9, mitten im Wald. Aha. Und beruflich? Tue ich alles stehlen. Oh, das war ein Räuber, ein ganz gemeiner. Den muss ich kriegen. Den habe ich schön veräppelt. Ich bin abgehauen. Der kriegt mich niemals. Halt! Hilfe! Hilfe! Hab ich nicht. Lassen Sie meine Weste los. Nein, du kommst mit. Ich will nicht. Was man will und was man kriegt, sind zwei Paar Schuhe.
Du kommst mit, hau, ruck! Da bin ich wieder. Ich habe den Räuber ins Gefängnis eingesperrt. Wohin gehört? Böse Menschen gehören ins Gefängnis. Deswegen führt die Polizei auch immer schön Kontrollen durch, damit die bösen Leute auf Seite geschafft werden. Die können ja allerlei was anstellen. Stellt euch vor, so ein Räuber, der läuft euch über den Weg, vielleicht noch in der Nacht, und dann werdet ihr ausgeraubt. Er könnte noch was Schlimmeres tun. Er könnte euch zum Beispiel die Hosen klauen. Alles halt. Darum, Räuber muss hinter Gittern. So, jetzt geht's weiter mit der Kontrolle.